So, weiter geht's. Also wir haben jetzt ein bisschen gehört, wie kommen wir an wissenschaftliche Literatur? Und das schauen wir uns jetzt einmal praktisch an. Es hilft ganz massiv, wenn man sich in den Suchmaschinen bewegt, in deren Feld man Ergebnisse suchen möchte. Und es gibt aber auch allgemeine Suchmaschinen. Und da die ganzen Suchmaschinen sich in den Details alle ein bisschen unterscheiden und es wenig Sinn macht, das jetzt eine in die Tiefe zu gehen, werde ich jetzt eine relativ allgemeine zeigen, ohne Werbung für diesen großen Konzern machen zu wollen. Wir schauen uns einmal Google Scholar an. Das sieht auf den ersten Blick noch relativ verdächtig nach dem normalen Google aus. Das ändert sich aber ganz schnell, wenn wir jetzt auf die Suche gehen. Wir haben hier einen Suchbegriff eingegeben und sehen dann, okay, das sieht schon deutlich anders aus als das, was wir unter dem normalen Google kennen. Das heißt, wir haben hier wissenschaftliche Materialien, die uns angezeigt werden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns die anzeigen zu lassen. Wir können uns sie nach Jahr zeigen lassen. Also da, wir können sagen, wir möchten bitte die aktuellsten zuerst, wir möchten bitte die allerersten zuerst oder wir können das nach Relevanz sortieren lassen. Nach Relevanz ist die Standardoption und das ist ziemlich sinnvoll, weil wir sehen hier, wir haben 401.000 Ergebnisse und das ist ziemlich viel und das möchten wir nicht alles lesen. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, was sind so die relevantesten in dem Feld. Und da sehen wir ganz oben den Artikel, mit dem diese ganze Forschung zu dem Suchbegriff, den wir eingegeben haben, angefangen hat. Wir sehen den Titel, wir sehen, wer hat das geschrieben, wo wurde das veröffentlicht, wann wurde das veröffentlicht. Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Artikel und was wir dann haben, was uns ganz, ganz besonders freut, das sind diese Links an der Seite, das sind PDFs, das bedeutet, die Sachen sind für uns sofort verfügbar. Das heißt, wenn wir die anklicken, dann haben wir die Quelle, die wir brauchen. Yay, hat funktioniert. Wenn wir noch einmal zurückgehen, sehen wir jetzt aber allerdings noch weitere Dinge. Die helfen uns nicht nur das Material zu bekommen, sondern auch das Material zu bewerten. Was wir hier nämlich an Infos haben, ist, wie viele Leute diesen Artikel schon zitiert haben. Das ist in dem Fall besonders beeindruckend. Das sind knackige 39.949. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Und es gibt 226 Versionen von diesem Artikel. Das bedeutet, er ist wichtig genug, dass er ziemlich oft überarbeitet und neu gedruckt wurde. Das heißt, er ist so wichtig, dass sich fast 40.000 Leute die Mühe gemacht haben, den in irgendeiner Form zu diskutieren. Das heißt, es kann nicht schaden, sich den anzuschauen. Also haben wir schon mal ein Kriterium, wenn wir wissen wollen, wie können wir wissenschaftliche Werke bearbeiten. Das ist, wie oft wurden die zitiert. So, was wir grundsätzlich wissen wollen bei Wissenschaft, okay, wir möchten bitte möglichst aktuelle Ergebnisse haben, weil wenn wir jetzt einen Artikel lesen, wie hier aus dem Jahr 1968, da hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan, wenn wir nur auf Basis von dem arbeiten und sagen, naja, aber jetzt wäre die nächste weiterführende Frage. Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass in der Zwischenzeit auch andere Leute schon auf diese Idee gekommen sind und das auch schon gefragt haben. Das heißt, wir schauen uns nicht nur diese ganz grundlegenden Basisliteratursachen an, sondern auch, was ist seitdem passiert. Und gerade bei so großen Feldern, die schon sehr lange bestehen und bei Dingen, wo viel passiert ist, lohnt es sich dann zum Beispiel eine Meta-Review anzuschauen, eine Literature-Review. Und dann schauen wir uns an, was war da so. Jetzt ist auch relativ alt, aber so die ersten 20 Jahre sind zum Beispiel mal in diesem Paper zusammengefasst. Von 1724 Leuten zitiert, kann nicht so verkehrt sein. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben das PDF frei verfügbar, das freut uns sehr. Und jetzt wollen wir wissen, taugt das als Quelle was? Das heißt, wir machen was? Wir wenden unser Wissen an. Wir wissen, was soll in einer Arbeit stehen, wo soll es in der Arbeit stehen und wie soll das aussehen. Das heißt, wir schauen uns mal grundsätzlich an, so auf den ersten Blick, ist das, wie es sein soll? Wir können davon ausgehen, wenn wir das über eine wissenschaftliche Suchmaschine finden, dass es grundsätzlich von Wissenschaftlern verfasst wurde, dass es irgendwie wissenschaftlich ist, dass es irgendeinem Prozess unterlaufen ist, einem Peer-Review-Prozess, der das irgendwie qualitätsgesichert hat. Das heißt, wir können mal auf die inhaltliche Ebene schauen. Wir lesen uns das Abstract durch, schauen, ist das was für uns, wenn es dann immer noch passt, auch die Keywords, ob das Sinn macht. Und dann scrollen wir uns einfach mal durch, schauen, okay, wenn wir uns das so ansehen, macht das Sinn für das, was wir tun wollen? Ist das ordentlich zitiert? Was passiert genau in dieser Arbeit? Was könnte ich gebrauchen? Und wenn es einen praktischen Teil gibt, dann schaue ich mir besonders kritisch natürlich an, ergibt das Sinn, was Sie gemacht haben? Ist das methodisch alles sauber, wie Sie es gemacht haben? Ist das in der Durchführung okay? Was haben Sie für statistische Dinge angewandt? Wie ist das alles passiert? Das heißt, mit dem wissenschaftlichen Grundlagenwissen, das ich habe, kann ich auch die Arbeit von anderen wissenschaftlichen Wissenschaftlern beurteilen und nicht nur mein eigenes Süppchen kochen.
Das hilft uns mal ganz massiv, ein wissenschaftliches Werk zu beurteilen. So. Wenn wir im wissenschaftlichen Bereich arbeiten, haben wir aber zum Teil nicht nur wissenschaftliche Quellen. Wenn wir uns einmal anschauen, wir haben den gleichen Suchbegriff wie in der wissenschaftlichen Suchmaschine und schauen uns den in einer normalen Suchmaschine an und sehen, wir haben auf einmal ganz andere Ergebnisse. Wir haben den gleichen englischen Begriff besucht, denn Englisch ist die offizielle Wissenschaftssprache, das heißt, die meisten Dinge passieren auf Englisch, das heißt, das haben wir schon so ein bisschen gesehen an den ganzen Dingen, die wir verlinkt hatten, da ist einfach sehr viel Englisch, weil internationale Wissenschaftssprache. Wir sehen jetzt zum Beispiel im normalen Google, habe ich jetzt auf einmal, hat er mir das übersetzt, habe ich deutsche Ergebnisse. Ich habe als allererstes einen Wikipedia-Artikel mit einem YouTube-Link und habe ganz, ganz viele Dinge, die mir sicher nützliche Infos geben zu diesem Bereich, die sicher unheimlich nützlich sind, um in das Thema einzusteigen, die aber nicht wissenschaftlich sind. Das heißt, ich sollte zuallererst schauen, wenn ich wissenschaftliche Quellen suche, dass ich wissenschaftliche Suchmaschinen verwende, nicht normale Suchmaschinen. Dass ich schaue, stammen die von Wissenschaftlern, von Leuten, die Ahnung haben von dem, was sie da tun und über was sie da schreiben, und unterliegt das den Qualitätskriterien, die wir schon kennengelernt haben. Das heißt, Sie haben jetzt einen Überblick darüber, wie finden Sie Quellen für Ihre wissenschaftliche Arbeit, wie beurteilen Sie. Ja, scheuen Sie sich nicht, probieren Sie es einfach mal aus, suchen Sie sich ein Thema, das Sie interessiert, suchen Sie Schlagworte zu dem Thema, suchen Sie und schauen Sie einfach mal rein. Es tut nicht weh, geht ganz schnell und man entdeckt ziemlich viel interessantes Zeug. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.